In der Weihnachtsbäckerei am ersten Advent sind wohl auch die letzten Weihnachtsmuffel in Stimmung gekommen. In vielen Haushalten wurde nicht nur die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet, sondern auch der Backofen angeschmissen. Auch Eva Pattberg, 41, und ihre Tochter, 2, waren fleißig und haben gemeinsam Plätzchen gebacken, das Highlight unseres Wochenendes, Schnutti, wie die Tochter von Eva liebevoll genannt wird. Hält in der einen Hand die Förmchen zum Ausstechen und in der anderen eine Portion Teig. Sowohl Mama als auch die Kleine tragen eine stylische Kochschürze. Auf dem Gesicht des Pattberg-Sprösslings prangt ein Lebkuchen-Emoji, denn dem Model ist es wichtig, die Privatsphäre ihres Nachwuchses zu schützen. Trotzdem sind kleine Spänkchen an der Seite ihres Kopfes zu erkennen, zu dem Foto schreibt sie, das Highlight unseres Wochenendes, bevor Schnutti Fieber bekommen hat. Am 29. Juli 2006 waren Eva und Niklas Vogt vor den Traualtar getreten, doch die beiden kennen sich schon viel länger. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit 10 Jahren ein Paar. Die Laufstegschönheit hat also ihre Jugendliebe geheiratet und fährt damit offenbar ziemlich gut. Schlagzeilen um Ehekrisen und üble Streits gibt es bei den beiden nicht.